Herzlich willkommen, liebe Clasher, und ein frohes neues Jahr von meiner Seite aus gewünscht. Ich bin's mal wieder, der Thorsten, mit einer kleinen Folge Clash of Clans. Nach dem jetzigen Jahreswechsel haben wir unseren ersten CK erfolgreich hinter uns gebracht. Wir haben 79 zu 70 gewonnen und ich würde euch gerne ein paar wirklich schöne Kämpfe zeigen. Wo ich meine, die sind es mal wert, gezeigt zu werden. Wir fangen auch gleich an mit der 29. Die hat sich der Hubert vorgenommen. Der Hubert greift hier mit einer Kombi an, die sich Wohlko Vibe nennt. Finde ich sehr gut, dass im RH8-Bereich nicht immer nur mit Drachen angegriffen wird, was nach wie vor eigentlich der zuverlässigste Angriff ist, aber andere Angriffstaktiken kann man natürlich schon mal sauber üben. Und dementsprechend kommt der Hubert hier nach dem Locken richtig gut rein, mit Bowler noch im Gepäck und mit dem Packer im Nacken ein. Packer latscht ein bisschen außenrum, das macht aber auch nicht wirklich was. Die Base ist auch jetzt nicht wirklich R8 Max und auch wenn man den Golem, viele sagen immer, oh, ich habe den Golem nur auf 1, finde ich absolut in Ordnung, wenn man den nutzt gegen solche Bases hier. Man sieht das selber, richtig coole 3 Sterne gegen die Base hier. Richtig viele Truppen über. Toller Go-Vibe. Dann machen wir mal weiter. Ich hatte mir vorher schon so ein paar ausgeguckt, wo ich meine, die kann man ruhig mal zeigen. Ich meine, das ist jetzt RH9. Frisch RH9 auf einen gerushten RH11. Da hat sich der Schief ein bisschen schwer mitgetan. Das ist jetzt schon der zweite Angriff. Man muss sagen, das ist wieder so eine typische WTF-Base, wo man sieht das jetzt hier unten. Toll, die Tesla außen. Oh Gottes Willen, die Tesla außen. Okay, habe ich auch gedacht. Habe auch gedacht, als der Schief angegriffen hat, komm. Scheiß drauf, wenn er meint, das muss so sein. Kommt hier schön mit dem Packerwalk rein. Packerwalk immer beliebter. Und die Lars auch schön weit weg. Vergiftet jetzt, denke ich mal, die Clanburg. Und die tut auch den Packers, solange die in Heilung sind, nicht wirklich weh. Hat hier auch Bowler im Gepäck. Und zum Finish hat allerdings auch der Schief dabei gehabt. Noch ein paar Hogs. Weil die Base ist innen drin RH8, fast noch RH7 Niveau. Und so waren das hier wirklich dann natürlich easy 3 Sterne. Der King hat selber schon 220 Truppen, glaube ich, aber noch eine kleine Queen. Und hat auch noch keine gelevelten RH9 Truppen. Also war das von dieser Seite aus vollkommen in Ordnung. Und man sieht selber, er hatte 3 Packer mit. Alle 3 Packer haben hier mit den Heilern ganz, ganz locker überlebt. Guter Kampf hier auf diese Base, hat ein bisschen abgenervt, aber nichtsdestotrotz waren das schöne 3 Sterne. 3 sind 3, sagen wir mal. Sauber gemacht. So, wir können noch ein bisschen höher gehen. Ich hatte ja vorher schon geguckt. Da muss ich jetzt auch nochmal, ich muss mal hier reinschauen. Ich glaube, der Popi war es, das ist eine RH9 Base, allerdings muss man dazu sagen, auch nur wieder mit 3 Lars. Macht aber nichts. Der Puppi ist auch ein relativ frischer RH9. Auf RH9 ohne X-Bogen ist das in Ordnung. Kommt jetzt also hier, auch hier wieder mit dem typischen Packerwalk rein. Beim Packerwalk ist halt wichtig, dass man gut funnelt, dass die Packers auch so wie hier richtig schön in die Mitte gehen. Die können ja jetzt schon nicht mehr woanders hin. Und manchmal laufen die dann ja auch immer mal gern wieder raus, wenn man außen nicht gut cleart. Aber hier funktioniert das richtig gut in dieser Kleeblatt-Base. Und so sind das hier schöne 3 Sterne geworden. Guter Angriff. Der Gegner hat uns übrigens mit einer ganz bestimmten Kombi unten, vor allen Dingen unten im RH9-Bereich gemacht. Da zeige ich gleich auch einen Angriff von uns. Ich wollte jetzt nicht unsere Bases dafür preisgeben, wie der Gegner. Unsere RH9 im unteren Bereich, muss man dazu sagen, im oberen ist ihm das nicht mehr gelungen, im unteren Bereich gemacht hat. Aber
Hier waren das doch relativ einfache Bases teilweise. Das ist schon leider ein zweiter Angriff gewesen. Das hier auch. 19 auf 19, unser Wagner mit seiner gewohnten Kombi, nämlich Riesen Heiler Hox. Die Base hier ist auch irgendwie einfach so dahingestellt, so ich stelle mal was raus. Das ist noch die alte RA8 Base, hätte ich mal fast gesagt, mit ein paar neuen Mauern. Und dann baue ich mir auch keine richtige Kriegsbase, sondern lasse das Gelumpe einfach mal so in der Mitte stehen. Gibt es bei uns eigentlich nicht, muss man sagen. Da gucken wir dann schon drauf, dass auch frische RH8er, RH9er oder RH10er eine ordentliche Base haben und nicht einfach so die neuen Sachen irgendwo ranflanschen oder irgendwo erstmal hinstellen, dass sie erstmal irgendwo stehen, sondern dass sie schon vernünftig stehen. Auch hier wieder dieser beknackte Tesla da außen. Manchmal bringt es ja was, wenn die Base dann auch richtig was taugt, aber in diesem Bereich hier haben die Bases nicht wirklich funktioniert. Und dementsprechend waren das eher rechte als gute 3 Sterne. War richtig easy. Richtig guter Fight von Ragnar. 3 Sterne Kampf. Machen wir weiter. Ich muss ja mal gucken. 18, 12, der zweite Angriff schon auf die 17. Können wir uns ruhig angucken. Ich glaube, der AFA hat hier auf diese unbequeme Base. Da hatten wir schon ein paar Angriffe drauf verballert. Auch zu der bewährten Methode Packerwalk gegriffen, cleared, funnelt links oben, also erstmal mit ein paar Babydrachen, sodass jetzt auch da die Packer gleich keine andere Möglichkeit mehr haben als reinzurennen. Gift drauf, Helden hinterher und Bowler im Gepäck. Davon gehen zwar nicht alle rein, das macht aber auch nichts, wenn da ein paar außen rumrennen, die clearen dann auch ganz gut. Solange wie die Def komplett auf die Mitte zielt, wie das hier der Fall ist, funktioniert das sehr, sehr gut. Kommt jetzt von unten mit den Hocks rein und Heilzauber sind gut gesetzt, schön immer auf den Flächenschaden. Hier muss er jetzt ein bisschen mehr setzen. Der zweite Gift kommt noch auf die Skellies, weil die doch immer noch ein bisschen abnerven, aber ihr seht selber, die Kombi ist wirklich gut, wenn die Base passt und die Truppen auch so ein bisschen dazu passen. Da kann man ja mal ein bisschen variieren, mal ein paar mehr Hogs, mal ein paar weniger Clean-Up-Truppen oder so. Das ist immer verschieden. Bei 220 hat man dann nicht, auch nicht so ganz die Wahl, sondern muss immer so ein bisschen dabei bleiben. Hier mal 13 Hogs. Es wird auch immer gern gesehen mit 11 Hogs, ein paar mehr Magiern oder vielleicht noch ein Babydrachen mehr. Aber so waren das hier super 3 Sterne zum Ende des CKs schon. Ich glaube 15 auf 15. Der Alex hat hier. Ja, das ist so ein typischer Angriff, den wir uns so ein bisschen ausgeguckt haben. Der Gegner hat sehr, sehr häufig im unteren Bereich so angegriffen, weil er auch gar nicht so gute Helden hatten. Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Man lockt hier von der Clanburg die Truppen, plättet die mit King, Queen oder was auch immer. Und kommt dann hier ganz geschmeidig mit vielen Hunden und noch viel, viel mehr Ballons rein. Wir gucken mal. Ein bisschen hat es mich auch überrascht, dass es das auch hier oben im oberen Bereich klappt. Die Base ist ja nun nicht gerade schlecht. Ein X-Bogen auch noch auf Luft gestellt, glaube ich. Ich muss mal gerade eben gucken. Ah ne, die stehen beide auf Boden. Ja, ist natürlich perfekt dafür. Queen ist auch weg. Queen ist natürlich auch mal so eine Sache. Die sollte auch mit weg sein. Es sei denn, sie ist nicht so hoch und darf dann auch in der Mitte stehen. Aber so kommt er hier mit 4 Hunden rein, einen noch in der Clanburg. Und dann ist das hier relativ easy. 3 Sterne gewesen. Hier unten ist noch ein bisschen mehr an Dev-Zeug gewesen, an Teslas und so weiter. Aber jetzt gehen auch schon die Lava-Hunde hoch. Da hofft man ja mal drauf, dass die mit aufpoppen. Da poppt jetzt auch der letzte auf. Richtig viele Lava-Hunde jetzt in der Base. Lava-Welt, Entschuldigung, in der Base. Und dann ist das Cleanup natürlich relativ schnell gegessen, muss man sagen. Der Gegner hat uns leider unten so einfach, muss ich mal dazu sagen, und billig weggemacht, aber sehr effektiv. Sollte man sich vielleicht angucken. Gute 3 Sterne, ja. Wir kommen zu den RH-10er.
Zehnern, den, nee, das ist noch ein Neuner gewesen. Ja, den kann ich auch mal zeigen. Ich zeige ungern Sachen von mir. Man ist ja immer bescheiden. Und auch auf Dbase hatten wir schon ein paar Neuner-Angriffe. Ich war jetzt wirklich der letzte Zehner auch, der noch über war. Und Dbase hatte bis dahin nur 2 Sterne. Also habe ich mir auch mal gedacht, dass ich mit Bowlern angreife. Meinen ersten habe ich auch mit Bowler gemacht, allerdings knapp mit 48% an 2 Sternen vorbei auf RH10. Aber hier auf den RH9er mit 3 Wut einen Sprung, der absolut mittig passte. Überall gehen die Truppen rein. Und dann weiß die Dev auch gar nicht, wo sie da eigentlich zuerst hinschießen. Und mit den Heilern noch. Und jetzt hatte ich am Ende noch einen Freeze über. Wusste ich jetzt nicht genau. Tatsächlich hätte ich ihn nicht gebraucht. Aber es war ganz schön, ihn da noch zu benutzen. Das passte. Mittlerweile ist er auch auf 3 hoch. Hält also doch schon ein bisschen länger. Und am Ende waren es dann doch ziemlich viele Truppen, die noch über waren. Also doch ein ziemlicher Overkill. Macht aber nichts. Wir gehen immer ganz auf Nummer sicher. 3 Sterne sind 3 Sterne. Und so haben wir hier unsere Pflicht mal wieder erfüllt. Alle Neuner weg. Dieses hier sind schon, das sind glaube ich auch noch 9er. Jetzt muss ich erst vorher einmal schauen. Das ist noch ein 9er, aber auch nicht gerade einfach gewesen. Swash habe ich allerdings schon im letzten gezeigt. Wir kommen hier oben zu den 10er-Kämpfen und 11er-Kämpfen. Hier wusste, glaube ich, unser Swash nicht genau, wie mache ich den eigentlich. Die Base sieht auch wirklich komisch aus. Wir haben auch mit 3, 4 Leuten da überlegt und unsere Profi-Tipps eingebracht. Ich glaube, ich habe tatsächlich irgendwann gesagt, du mach mal einfach einen Queen Walk von rechts, 30er Queen. Habe ich gesagt, da geht was. Und wie wir sehen, ja, da geht ganz gut was. Kommt dann von der unteren Seite mit einer Bowler-Kombi rein und cleart hier, macht hier absolut einen richtig guten Funnel. Wir sehen jetzt schon unten in der Truppenleiste 9 Miner, die auf ihren Einsatz warten. Da wäre der Inferno fast noch gefallen. Aber jetzt hat er schon die 180 Grad eigentlich erreicht. Die Queen immer noch gut dabei. Links sind es jetzt schon weit über die 180 Grad. Jetzt kommen die Miner rein. Noch einmal gefriest. Jetzt nochmal ein Wut. Da kann der Drache dann auch nichts mehr reißen. Und dann waren das hier richtig geile 2 Sterne. Also das hat uns auch wirklich gefreut, dass das auch so aufgegangen ist, wie eigentlich gut geplant. Ob jetzt mit Bola oder mit Valkyren, das sei dahingestellt, aber war echt gut gelöst. Und schöne 2 Sterne hier von Swash mit richtig guten Prozenten noch über der 50. Das war wirklich ein geiler Angriff. Wir nehmen den von Masti hier ruhig mal mit. Die 6 hatte bis kurz vor Ende auch nur einen Stern. Der Master hat sich entschieden, im zweiten Angriff die Base hier zu machen. Auch mit einer Bowler-Kombi. Hat den Warden jetzt auch schon auf 18. So lange sind die Kollegen ja alle noch nicht 11. Und harter Münzeinwurf ist dann, glaube ich, immer der Segen, der die schnellen Levelungen, gerade was den Warden angeht, der ja doch auch ab einem gewissen Punkt mal, glaube ich, eine Woche pennt, bringen. 18er Warden ist schon wirklich gut. 38er King, ich glaube, der geht jetzt irgendwann hoch. Und 40er Queen. Dann waren das auf dieser unbequemen Base, auch wenn der zweite Sprung suboptimal war. Guter 2 Sterne. War in Ordnung. Gerade im RH10-Bereich, RH11-Bereich, 2 Sterne ist gut. Alles andere wäre nicht utopisch, will ich nicht sagen. Jeder hat ja mal einen Plan, wie kann ich was 3-sternig machen. Auch ein RH11 hat ja einen Plan, wie kann ich diesen 10er hier 3 Sternen. Aber so eine Maxed Out 10er Base von der Def her ist dann auch kein Pappenstiel. So, was haben wir hier oben noch? Ich glaube, da muss ich einmal den von Hocke zeigen. Hocke, unser Chef mit Luftangriff. Ich glaube, das hat er auch richtig gut raus. Ich muss sagen, ich konnte schon ab RH9 nicht mehr mit Drachen umgehen. Und tue mich da auch wirklich schwer, überhaupt was zu reißen. Jetzt nicht unbedingt aus der Luft, aber Drachen sind nicht so mein Ding. Aber man sieht, dass sie doch sehr, sehr effektiv sind. Und gegen dieses eigentlich unbequeme Dorf hier,
Ich glaube, irgendeiner von uns hat die Base aber auch. Waren das hier, ich weiß gar nicht, wie viele Drachen da in der Mitte waren, 4, 5 Stück. Aber war das richtig gut. Jetzt, klar, Truppen kommen natürlich sehr, sehr spät, also dann noch 3 Sterne zu holen, ist dann auch wieder utopisch oder fast nicht machbar. Aber hier richtig gute 2 Sterne, noch richtig viel gerissen. Und war mit 61% auch richtig noch Prozente geholt. Saubere Geschichte. Dann haben wir hier den Angriff auf die 2, aber richtig gut vernommen. Auch Drachenangriff mit 6er Drachen, 11 Stück. Ein 40er Queen, 14er Warden. Und er entscheidet sich also erstmal mit seinen Cleanup-Truppen, bestehend aus King und Queen. Reicht vollkommen, eine Larvik zu machen. Eine hat er vorne schon geblitzt und die Queen geht jetzt noch richtig weit. Das fand ich richtig gut. Ich glaube, die schafft sogar den Inferno noch. War es so? Ja. Sie packt den Inferno noch. Jawohl, jetzt ist er sowieso weg. Und alles in der Mitte. Ey, nur ein Drachen ist da außen noch. Das war der Hammer, habe ich gedacht, Alter, das wird ein Dreier. Aber die Feger machen natürlich noch so ein bisschen einen kleinen Strich durch die Rechnung. Aber dennoch zu dem Zeitpunkt hier schon richtig fett 2 Sterne. Und das wird ja noch ein bisschen mehr am Ende, da die Drachen hier außen jetzt auch nicht mehr wirklich viel Beschuss bekommen und auf 6 weiß ich gar nicht, wie viele Trefferpunkte die schon haben, aber das waren hier jetzt über 70% gleich und das ist natürlich schon krass. Muss ich mal wirklich so sagen. Ich sehe gerade, dass es immer im Bild so ein bisschen leckt. Vielleicht sollte ich doch eins meiner 200 Programme im Hintergrund schließen, wenn ich am PC aufnehme. Da ich immer relativ viel aufhabe, merke ich jetzt erst gerade, dass es ein bisschen rumleckt, das macht aber nichts. Die Kämpfe sind trotzdem echt gut geworden und den einen auf die 1 gucken wir uns jetzt nicht mehr an, was nicht so tragisch ist. Wir sind schon im nächsten CK. Der nächste CK gegen die Restocks aus den Vereinigten Staaten. Ich denke mal, wir rechnen uns die Chancen aus. Als ich hier rüber geguckt habe, habe ich mir erst die Level-Nummern angeschaut und habe mir dann die Bases der Gegner im Detail angeguckt und muss sagen, wir haben Chancen. Ich sehe das zuversichtlich, dass wir auch unseren dritten CK in Folge wie der gewinnen können. Dann haben wir echt wieder eine gute Serie am Start. Im Moment in Clash of Clans eher das übliche Gezedere, man farmt so ein bisschen hin. Ich habe tatsächlich morgen meinen ersten Inferno fertig. Da freue ich mich. Der dauert immerhin 24 Tage, wenn man den levelt. Ne, 22 Tage, einmal 10 und einmal 12 Tage. Der erste Tesla ist demnächst fertig. Und nach wie vor level ich den Elixier-Kollektor und die Goldmine, um nicht so viele Tage ins Land gehen zu lassen. Es gab ja jetzt den einen Gem-Boost, den habe ich auch so gut wie gar nicht ausgenutzt, weil ich überhaupt keinen Bob frei hatte. Einen Bob habe ich dafür benutzt, um meine Queen zu leveln. Ich hatte nämlich volles dunkles Lager. Queen brauchte oder lief aus. Und ich habe den Bob direkt genutzt, habe einmal Münzen eingeworfen, die ich sowieso noch vom letzten Kauf hatte. Und so ist meine Queen jetzt schon auf 35 hoch. Wo ich mich zu entscheiden musste, nachdem der Fries fertig war, was forsche ich eigentlich im Labor, aber ich will erstmal eine Spaßtruppe nehmen, denn die Riesen machen ja doch Spaß auf 7 und deswegen habe ich gedacht, levelst du erstmal die Riesen. Vielleicht schreibt ihr mal einer in die Kommentare, was ihr jetzt nächstes machen soll. Entweder wird es eine Spaßtruppe oder es wird wieder eine CK-Truppe. Als CK-Truppe kann ich mir dann natürlich vorstellen, dass der Frost wieder weiter hochgeht, damit er erstmal Max ist und meinen Ausbau. Der Helden weiß ich auch noch nicht. Queen jetzt 35. Ich würde sie gerne auf 40 bringen als erstes, weil ich dann doch eher so den einen oder anderen CK noch mitspielen kann. Nur mit Queen. Ohne King geht schon ein bisschen mehr. Aber vielleicht hackt mir das auch einer in die Kommentare. Thorsten, mach erst den King auf 35 oder nee, mach erst die Queen hoch. Weil Farmen lässt sich doch ganz gut im EA-10-Bereich. Das Dunkle, ich habe jetzt schon wieder 43.000. Und Fokus liegt jetzt erstmal auf den Inferno zum Anstoßen für morgen. Und schon mal immer 4 Millionen in die Kasse zu haben für meine letzte Kaserne hier unten. Und dann würde ich sagen, ich melde mich die Tage einfach wieder. Ich verbleibe. Euer Toto. Clasht.